Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ja, Business as usual. Ich glaube, niemand hat das wirklich erlebt in diesem Jahr. Dieses Jahr ist alles anders, aber eins ist auch so wie die letzten Jahre. Wir als DSAG-Community sind da und wir sind nicht physikalisch zusammen, aber wir sind virtuell zusammen. Und so haben wir eigentlich mit Beginn dieses Jahres alle Veranstaltungen sukzessive umgestellt auf virtuelle Formate. Uns im Juni dann auch dazu entschieden, schweren Herzens den Jahreskongress nicht wie jedes Jahr stattfinden zu lassen, ihn auch zu virtualisieren. Und so freue ich mich, dass wir die nächsten 5 Tage gemeinsam miteinander verbringen können. DSAG live als virtuelles Event. Ich hoffe, es macht uns allen Spaß. Auch wenn viele Unternehmen hart getroffen wurden, der viel besprochene Digitalisierungsschub durch Corona, findet der wirklich statt? Ich glaube ja. Wir haben das alle gemerkt. Ich nenne es mal Digitalisierung erste Welle. Die Digitalisierung der Infrastruktur hat hervorragend geklappt. Homeoffices gingen plötzlich, virtuelle Konferenzen gingen plötzlich. Es hat auch erstaunlich wenig Reibungsverluste gegeben. Aber das, was jetzt auf uns zukommt, ist eigentlich die Digitalisierung zweiter Welle. Wir müssen uns die Prozesse anschauen. Wir müssen sehen, wie können wir diese flexibilisieren, wie können wir damit umgehen. Und ich glaube, dafür ist die DSAG Live ein gutes Event, um da mal zu diskutieren, um mal zu schauen, wie so etwas gut funktionieren kann. Auch wenn vieles vom Miteinander des Jahreskongresses uns fehlen wird, wie die gemeinsame Abendveranstaltung, schaffen wir auch dieses Jahr wieder eine erfolgreiche Konferenz? Ich bin absolut überzeugt. Wir haben viele Vorträge, wir haben sehr viel vorbereitet. Wir haben den DSAG Live extra auf 5 Tage ausgedehnt, um das hier ein bisschen auch zu verteilen, weil wir wissen auch, Arbeitsverdichtung im Homeoffice, eine Besprechung nach der anderen, das ist schwierig. Und deswegen versucht, die Sache ein bisschen aufzulockern. Aber sicher wird uns die Abendveranstaltung schon fehlen, wo wir gemeinsam auch zusammensitzen können, diskutieren können. Ja, es wird hoffentlich im nächsten Jahr wieder sein. Noch etwas wird uns fehlen. Es gibt so einen Moment, da testen wir normalerweise die Tragkraft der Bühne. Das ist die Ehrung der Funktionsträger. Wie machen wir das im Corona-Jahr? Auch das ist im Corona ja etwas anders. Trotzdem möchte ich die Gelegenheit nutzen. Die DSAG Live wäre nicht möglich gewesen, wenn wir nicht die vielen ehrenamtlichen Funktionsträger gehabt hätten. Und deswegen meinen virtuellen Dank an unsere 502 Funktionsträger, die wirklich die DSAG auch in diesem Jahr möglich machen. Und von daher einen herzhaften Applaus hier von meiner Seite, auch wenn es spartanisch ist. Dann starten wir in die DSAG Keynote, in die DSAG Live, meine Damen und Herren. Marco Lenk, Zukunft mit Weitsicht, nachhaltig gewinnt. Ja, auch von meiner Seite aus nochmal ein herzliches Willkommen zur DSAG Live. Diesmal sind wir hier in kleiner Runde live aus dem Rosengarten in Mannheim. Zukunft mit Weitsicht, nachhaltig gewinnt. Warum haben wir das Motto Zukunft mit Weitsicht gewählt? Das Motto der DSAG Live knüpft nahtlos an den Kongress im vergangenen Jahr und Action an. Jede Aktion muss nach vorne gerichtet werden. Wir brauchen gerade in Krisenzeiten den notwendigen Weitblick. Und wir brauchen auch nachhaltige Lösungen, die auf dem weiten Weg der digitalen Transformation auch kurzfristig Ergebnisse erzielen. Digitalisierung in der Corona-Krise. Die Corona-Krise hat uns 2 Dinge gezeigt. Erstens, wir kommen mit der virtuellen Kommunikation und mit der Infrastruktur viel besser zurecht als erwartet. Und zweitens, die Flexibilisierung von Lieferketten, die Digitalisierung der Prozesse und der Informationen reichen bei weitem noch nicht aus. Gerade zu dem letzten Punkt haben wir uns im DSAG-Positionspapier zur Corona-Krise bereits Anfang Juni Stellung bezogen. Und wie immer haben wir die aktuelle Lage in den Unternehmen zu den Themen der DSAG Live im Vorfeld abgefragt. Und wir möchten auf diese Ergebnisse im Zuge der Keynote eingehen. Die Situation der Unternehmen zeigt ein geteiltes Bild. Auf der einen Seite geht der Umsatz in 70% der Unternehmen zurück. Und in 20% der Unternehmen werden auch die IT-Investitionsbudgets gekürzt. Und das um mehr als jeweils 20%.
Das ist dramatisch. Gleichzeitig geben aber auch 80% der Unternehmen an, dass durch die Corona-Krise die Anforderungen an die Digitalisierung der Prozesse nochmals gestiegen sind. Die Unternehmen stehen somit vor der Herausforderung, noch gezielter als bisher mit weniger Kapital die richtigen, nachhaltigen Investitionsentscheidungen zu treffen und zu realisieren. Das ist es, was wir unter Zukunft mit Weitsicht verstehen. Lassen Sie uns betrachten, wo wir heute stehen. S4HANA hat sich etabliert. Die Unternehmenslösung S4 ist in der IT-Strategie nahezu aller Unternehmen angekommen. Nur noch wenige haben dazu noch keine Entscheidungen getroffen. Bereits bei 12% ist diese Migration sogar abgeschlossen und S4 ist produktiv im Einsatz. Der Großteil der Unternehmen befindet sich in der Transformation. Ein Viertel der Unternehmen haben aktuell laufende Einführungsprojekte. Und in der Hälfte der Unternehmen sind diese Projekte für die nächsten Jahre geplant. Eine Migration auf S4HANA ist sicher noch keine digitale Transformation. Aber sie kann eine technische Grundlage dafür bilden. Und sie senkt die Komplexität bei allen weiteren Transformationsprozessen. Und da ist ein großes Aber. Die S4HANA-Projekte sind ebenfalls in der Corona-Krise. Wir sehen deutliche Auswirkungen. Viele Unternehmen nutzen die Zeit, um ihre Migrationsstrategie wie geplant durchzuführen. Demgegenüber verschieben fast die Hälfte der DSAG-Mitglieder aufgrund der Corona-Krise ihre Projekte oder stellen sie prinzipiell zurück. Sie sind nicht ausreichend Business Case getrieben. Und so werden sie in vielen Unternehmen als aktuell nicht zwingend angesehen. Das ist eine bedauerliche Entwicklung, auch wenn sie im Einzelnen nachvollziehbar ist. Denn gerade in diesen Migrationsprojekten verändert sich die Wahrnehmung von SAP. Mit der Einführung von S4HANA geben 40% an, dass sich die Meinung zu den SAP-Lösungen im Unternehmen verbessert hat. Demgegenüber äußern sich nur wenige nach der Migration unzufriedener mit SAP. Wie vertrauen die Kunden der SAP-Produktstrategie? Diese Frage haben wir sowohl in diesem Jahr als auch im letzten Jahr gestellt. Knapp ein Drittel der DSAG-Mitglieder vertrauen der SAP-Produktstrategie und den Roadmaps. Das sind 7% mehr als im letzten Jahr. Demgegenüber bewerten weniger Unternehmen als im letzten Jahr die SAP-Produktstrategie als kritisch. Der Trend stimmt. Dennoch, die Initiativen der SAP sind nicht präsent genug. Gerade in kritischen Zeiten muss Vertrauen die Grundlage von Investitionen bilden. Vertrauen, dass SAP-Lösungen die Aktivität der Unternehmen nachhaltig verbessern. S4HANA-Implementierungen sind die größten Softwareprojekte in den Unternehmen. Aus diesem Grunde wirken sich die Erfahrungen der Unternehmen direkt auf die Wahrnehmung von SAP aus. Nahezu die Hälfte der Unternehmen berichten von fehlenden Qualifikationen der Mitarbeiter, der Berater und von unerwarteter Komplexität. In vielen Unternehmen werden die fehlende Funktionalität bzw. auch Qualität der Lösung bemängelt und in über einem Viertel die aufwendige Integration in andere SAP-Lösungen. Das sind Zahlen, die das Vertrauen in die SAP-Produktstrategie negativ beeinflussen. Kundenorientierung war immer eine Stärke der SAP. Auch aus diesem Grunde ist die DSAG eine starke Vertretung
von SAP-Anwendern und findet Gehör bei SAP. Die Investitions- und Wachstumsstrategie der Vergangenheit hat die Stimme der Kunden zum Teil in den Hintergrund gerückt. Seit Ende letzten Jahres hat Christian Klein die Kundenorientierung wieder an die oberste Stelle gesetzt. SAP hat begonnen, entlang der End-to-End-Prozesse das Portfolio entsprechend den Anforderungen der Kunden zu harmonisieren und zu integrieren. Die zentrale Aufgabe von SAP-Lösungen in den Unternehmen ist die Abbildung dieser Hauptgeschäftsprozesse, möglichst ohne Prozessunterbrechungen, End-to-End. Im Einzelnen sind das Einkaufsmanagement, Produktentwicklung und Produktion, Kundenbeziehungen und Vertrieb sowie Personalmanagement. Es sind die Prozesse mit der größten Wertschöpfung in den Unternehmen. Innerhalb dieser Prozesse erwarten wir Kunden von SAP als Partner ein klares, abgestimmtes Portfolio an Lösungen. Klar und abgestimmt heißt aus Anwendersicht einheitliche Bedienbarkeit und aus Sicht der Revision nachvollziehbare Sicherheitskonzepte. Harmonisierte Datenmodelle ermöglichen einfache Implementierung und flexible Veränderung der Lösungen bei Bedarf. Und gerade komplexe Prozesse müssen durch ein integriertes Reporting effektiv gesteuert werden können und durch standardisierte Workflows unterstützt werden. Gerade wenn Kunden einem einheitlichen Partner vertrauen, erwarten sie, dass diese Lösungen als vordefinierte Prozesse schnell implementierbar sind und dass sie durch abgestimmte Wartungszyklen einfach betrieben werden können. Herr Klein hat dazu im August diesen Jahres angekündigt, bis Ende des Jahres 90% der benötigten Lösungen bereitzustellen. Wir stellen die Frage, wie ist der Status dieser Initiative heute? Was ist konkret fertig und was können wir umsetzen? Denn Fertigstellung und Informationsbereitstellung sind notwendige Voraussetzungen. Die Unternehmen sind bereit für den Rollout, wenn sie der Lösung vertrauen und damit entsprechende Projekte planen. Und erst durch abgeschlossene Projekte entsteht der Mehrwert beim Kunden. Der Weg ist nicht einfach, aber er ist definitiv richtig und wird das Vertrauen zur SAP-Produktstrategie nachhaltig weiter verbessern. Gerade in Zeiten knapper IT-Budgets spielt die Auswahl des Lösungsanbieters eine zentrale Rolle. Kosten, Support und Produktreputation sind die drei Hauptfaktoren beim Einkauf von SAP-Lösungen und SAP-bezogenen Dienstleistungen. Supportqualität von SAP-Lösungen wird im Allgemeinen als gut bewertet. Kosten werden immer ein Thema sein und SAP-Lösungen sind nicht bekannt als die kostengünstigsten Lösungen am Markt. Aber insofern ist gerade die Reputation der Lösungen die wichtigste Entscheidungsgröße. Und das umso mehr, je stärker die Fachbereiche die Entscheidungen treffen. Wie bereits anfangs gezeigt, sind bei über 80% der Kunden die Anforderungen an die Digitalisierung der Prozesse im Rahmen der Corona-Krise nochmals gestiegen. Zum Stand Januar diesen Jahres waren laut DSAG-Investitionsreport die Mehrheit der Mitglieder bei der digitalen Transformation noch nicht sehr weit. Aktuell sagen über 60% der DSAG-Mitglieder, dass sie bei der Digitalisierung Fortschritte gemacht haben. Nur noch eine Minderheit ist der Meinung, dass sie nur langsam oder überhaupt nicht vorankommen oder andere Prioritäten haben. In welchen Bereichen besteht also der größte Handlungsbedarf?
In einer überwiegenden Mehrheit der Unternehmen ist die Effizienzsteigerung der bestehenden Prozesse der Treiber, um besser in der Krise voranzukommen. Es geht um Prozessstandardisierung, langfristige Optimierung und somit einfacher, schneller und besser zu werden. Doch reicht das aus? Ist das Zukunft mit Weitsicht? Ist das der richtige Fokus? Über ein Drittel der Unternehmen haben Handlungsbedarf in der Schaffung neuer Geschäftsmodelle. Zum Beispiel in der Energiebranche durch die Verknüpfung unterschiedlicher Wertschöpfungsprozesse zu ganzheitlichen Angeboten. Und auch Informationstransparenz ist ein sehr wichtiges Thema in den Unternehmen. Hier bietet Industrie 4.0 einen wesentlichen Ansatz in der Produktion für Transparenz und somit Steuerbarkeit. Gerade in Krisenzeiten sind flexible Geschäftsbeziehungen und die Schaffung von Kundennähe und Schnelligkeit ein wichtiges Merkmal zur Differenzierung am Markt. Ohne Medienbrüche und mit Echtzeitbestätigung in digitalen End-to-End-Prozessen. Das sehen circa ein Viertel der DSAG-Mitglieder ebenfalls so. Nicht alle Anforderungen sind im Rahmen von monolithischen Systemen zu lösen. On-Premise-Applikationen werden über Anwendungsplattformen hybrid erweitert. Somit ist eine Plattformstrategie ein Thema in der Krise. Oder eben auch nicht. Knapp 60% der Unternehmen verfolgen ihre Plattformstrategie konsequent weiter bzw. beschleunigen diese sogar, um die digitale Transformation weiter zu betreiben. Und bei dem Rest führen reduzierte Budgets und geänderte Prioritäten zu Verschiebungen oder zur Rückstellung von Projekten. Lösungsplattformen werden zur Unterstützung verschiedener Kernprozesse in den Unternehmen eingesetzt. Die Größe der Säule gibt die absolute Relevanz der Lösung für die Unternehmen an. Und der Vergleich der Werte zeigt die jeweilige Bedeutung der Anbieter. Neben SAP ist das vor allem Microsoft. Die Flexibilisierung von Lieferketten, die Zusammenarbeit mit Kunden und Lieferanten, Finanz- und Zahlungsabwicklungen und die Digitalisierung der Personalprozesse sind in den meisten Unternehmen relevante Kernprozesse für digitale Plattformen. SAP und Microsoft werden als wichtige Partner für die Optimierung der Lieferkette, wie zum Beispiel eines Logistikhubs, genannt. Kunden- und Lieferantenmanagement wird bei DSAG-Mitgliedern häufig mit SAP-Lösungen implementiert. Gerade hier sind Integration, Datenmodelle und Reporting wichtige Entscheidungsgrößen. Auch in diesem Bereich sind sowohl Microsoft als auch andere Anbieter relevante Partner der Unternehmen. Weitere starke Domänen der SAP sind Finanzabwicklung und HR-Prozesse. Im Bereich Personal werden tendenziell auch alternative Anbieter eingesetzt. Lösungsplattformen zur Produktentwicklung und zur Nachhaltigkeit sind noch wenig verbreitet. Hier zeigt sich eine viel stärkere Vielfalt von Anbietern ohne wesentliche Dominanz einzelner. Die Partnerschaft zwischen Siemens und Bosch und SAP könnte diese Bereiche zukünftig stärken. Fassen wir zusammen. Gerade in Zeiten der Krise mit sinkenden Umsätzen und IT-Budgets müssen sich die Kunden klar fokussieren. Es geht um die gezielte Umsetzung von Projekten und um nachhaltige Digitalisierung der Geschäftsprozesse zur Erreichung
der geforderten Wertschöpfung. Daher unser Appell an SAP. Liefern Sie die projektierten Verbesserungen unserer End-to-End-Prozesse gerade jetzt. Wir brauchen Usability, Sicherheit, Datenharmonisierung, Reporting, Workflow, Wartung und vordefinierte integrierte Prozesse. Damit die Unternehmen in eine Zukunft mit Weitsicht investieren, um nachhaltig zu gewinnen. Ich wünsche Ihnen gute, lohnende Vorträge während der nächsten 5 Tage DSAG Live. Nutzen Sie bitte das breite Informationsangebot auf unserer digitalen Plattform und dass wir uns alle im nächsten Jahr zum Jahreskongress 2021 gesund wiedersehen.